Fuck! Was war Fuck? Alles gut. Servus YouTube! Servus beieinander und ich hab schon wieder so ein komisches Geräusch. Alles cool, wir sind dabei, die Base wieder herzurichten und dabei ist jetzt Stress. Ja, typisch halt. Ich wäre nicht der Banzi, wenn ich keinen Stress hätte. Am Anfang oder Schluss des Videos. Du bist nicht der Banzi, wenn du nicht stirbst am Ende des Videos. Oder einmal im Video. Oh, ich bin schnell. Mir geht's wieder gut. So. Wir haben jetzt, ich habe jetzt, einen Fahrstuhl gebaut. Der Peacemaker, dankeschön. Das machen wir jetzt. Aber das ist irgendwie... Wurscht, wir machen's. Zack! Wir sind oben. Easy, oder? Urgeil. Also ja, schau mir auch mal gleich an. Musst du ausprobieren, finde ich cool. Wollte noch ein bisschen was für die Bäume sammeln, weil wir haben nicht genug Bäume, wie ich finde. Ei. Ich habe eh neue Pflanzen da. Ja, das muss so ein ganzer Wald werden. Müssen wir definitiv. Wir müssen das hier irgendwie abschließen, aber das kriege ich nicht hin wegen den. Ah, fuck. Vielleicht hätte ich den da machen sollen, den Fahrstuhl. Wäre vielleicht gescheiter worden, YouTube. Weil ich hätte auch gern so eine Tür. Ich hänge dauernd an den scheiß Stacheldraht fest. Ich hätte hier gern so eine Tür drinnen und so, ne? Damit man das auch wirklich... Bam! Also die neuen Geräusche, die sind verstörend. Ich finde den Fahrstuhl gerade so cool. Ich schaue mir auch gleich an. Ich mache mich gleich wieder auf den Rückweg. So, jetzt gucken wir mal raus, was wir eigentlich noch so zu tun haben oder was ich gemacht habe. Ich habe hier einen Stacheldraht gemacht. Keine Ahnung, warum das dahintere führt. Oder, oh ja, er holt sich den Strom von hier. Weiß ich nicht mehr. Nein, holt was er sich wollte nicht. Ich, was wollte ich eigentlich in der letzten Aufnahme mit dem Beton machen? Die Mauer. Hatten wir die Mauer nicht schon? Oder hast du nein, die sich jetzt schon gemacht? Nein, die Mauer ist nicht durch. Aber was haben wir denn da für Kabeln überall? Das nervt. Aber ich habe hier ein bisschen bauen müssen. Bäume haben wir noch genug. Mein schöner weißer Baum steht auch noch. Der muss stehen. Das ist nämlich der Typ von Game of Thrones. Das ist keine Ahnung. Ja, wer kennt sie nicht? Die drei weißen Bäume. Ja. Ha! Betsy! Ja, was? Dein Moped funktioniert wieder. Was? Ohne Witz jetzt? Ja, ich teste das immer so ab und zu ein paar Mal. Da muss ich ja fast wieder zurückschauen. Jetzt habe ich mich draufgesetzt. Vielleicht kannst du es steuern, bei mir geht's wahrscheinlich immer noch nicht. Na, das geht schon. Jetzt habe ich mich draufgesetzt. Jetzt habe ich mich aber urschreckt, weil es funktioniert hat. So, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Wo bist du? Wow, wir sehen uns ja gar nicht. Ja, ich habe aber schon dich angetippt, genau. Angetippt hat er mich. Das Schöne ist, ich denke jetzt immer wieder, wo ist denn unsere Base? Weil die ist ja eigentlich nicht im Wald, bis mir dann kommt, ah nee, du musst jetzt Richtung Wald fliegen. Ah, ich habe kein Eisen. Ich habe kein Eisen. Der Wald ist eigentlich schon ziemlich groß geworden bei uns. Ja, ich muss mir das auch mal von oben anschauen. Ja, die Base ist richtig riesig. Also jetzt da. Mit der Landebahn und so. Und so wie Peacemaker, ich glaube Peacemaker hat das geschrieben. Ja, oh ja, dass wir die Base auch behalten können und erweitern. Mit so Holzbrücken und so und zu einer anderen Base verbinden. Ja gut, wenn wir aber zu neuen Base verbinden wollen, dann braucht man eine große Brücke. Nein, das nicht. Ach komm, das machen wir nicht, das ist eine Hocken. So, ich schau mal, ob ich finde unseren Landeplatz gar nicht mehr vor lauter Bäumen. So, pass auf, wir müssen hier kurz hoch, ich brauche mein Heli. Da unten ist er. Chuck, bin oben. Oh, aber so werde ich nicht landen. Okay, von der Seite schaffe ich es nicht. Ich muss von vorne kommen. Wo ist denn der Betsy? Über uns gerade. Aber da müsstest du gut sehen jetzt mit dem Licht. Oder? Na, es bleibt jetzt zu spät auf, gell? Ja, es bleibt leider zu spät auf. Vor allen Dingen, von der Seite, wo ich jetzt gekommen bin, sind die Bäume so hoch, dass du die Landeplattform einfach nicht siehst. Oh, bam! Ah, alles cool. Nein, Bruder, Abbruch. Alter, das ist so riesig. Das ist so riesig worden mit den Bäumen. Also ich finde das geil.
ein komplett verbranntes Gebiet in unser Fleck. Also auffällig. Voll der Tarnmodus. Hier durch. Darunter rutschen, du kletterst hier durch und dann überlebst du es auch. Wo bist du? Aber das Landen fiel mir mal leichter, wenn ich ehrlich bin, gell? Ich schaff's naja, nicht mehr auf unserem zwei Ding Tage, zu landen. Drei Tage nicht zocken. Ich hab's jetzt echt nicht geschafft, auf unserer Plattform zu landen. Oh, ich schon. Aber wie auch noch, Alter, Bruder. Stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Einfach raus. Raus, raus, raus. Ich muss nochmal neu anfliegen, das ist... Kann ich jetzt den hier nicht hinbauen? Fahrstuhl nach unten wäre auch labern. Geht aber da glaube ich nicht. Nö. Deswegen haben wir ja Heu, ne? Ja. Einfach Orbit Jumping und auch versiegeln. Passt schon. So, ich brauche Eisen. Unbedingt hole ich mal schnell. Ich mache ein bisschen den Zahn. Ich habe jetzt den elektrischen. Oh, ich höre wen. Oh, ich höre die Kreischerin. Ich? Du bist ja auf deiner Seite. Die ist im Wald. Die klatscht schon irgendwo dagegen. Oh, warte, ich aktiviere einfach mal. Weiß nicht, wo sie ist. Ich sehe sie. Ich weiß zwar nicht, wo sie ist, aber wir aktivieren einfach. Olas. Die wird das nicht überleben. Ich habe ja wieder alles. Ja, sie blitzt schon, die alte Funken. Die ist schon tot. Ist tot? Ja. Super. Ich habe wieder alles super repariert. Aber ich merke gerade, es ruckelt doch ein bisschen, wenn man hier durch den Wald läuft. Ja. Ich habe zum Beispiel... Ah, da kommt noch wer! Hinter dir! Oh, da kommt die Grüne! Hilfe! Scheiße. Oh, da kommt jetzt jede Menge! Moment! Ja, die hat geschrien, die Fumsen. Boah! Das ist nichts mit reparieren. Was soll denn der Dreck? Scheiße, du kommst jetzt nicht in die Base. Wo ist dein Heli? Setz dich in den Heli rein. Da kriecht noch einer. So, der Grüne ist auch weg. Viecher ist auch tot. Okay, ich glaube, das war's mit dem Angriff. Du kannst, glaube ich, wieder die Dinger ausmachen. Bates. Super. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt habe ich es vergessen. So, Eisen wollten wir holen, Brudis. Es wird wieder ein gechilltes Video. Auf Leiband. Ganz chillig. Ja, das wird. Gleich nur nochmal die Landung versuchen. So, mein Moped geht ja wieder. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Mach ich mir mal von hier. Na, was ist denn los? Na komm. Was ist denn da los? Hallo? Ich mach gleich mit. Da. So. Oder? Eine Minute, ja, das geht lauernd. Passt, 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 passt. Wo ist das so kaputt? Ja, genau wegen dem Ruckel-Ding. Ich hab's ja enorm genau gehabt. Also, es war kein Ruckel, sondern es war sehr, sehr schwammig, weißt du? Mhm. Und ich habe einfach die Schatten ausgemacht. Und jetzt ist alles super. Okay. Weil anscheinend ist das Spiel brutal im Arsch, wenn er zu viele Schatten laden muss. Darum Zombie-Horden und so, ne? Und funktioniert's? Warte, ich tu gerade die Schatten. Ah, das sind ja nur Reflected Shadows, die kann ich anmachen. Irgendwas Shadow, Schatten, Shadow. Irgendwie so. Ich glaube, jetzt läuft echt ein bisschen. Ja, ich hock auch drauf auf dem Moped. Und los, Abgang! Muss ich es nur da unten rauskriegen? Ja, Nuggets raus und ins Inventar packen. Oh, da habe ich mehr drin wie Nuggets. Oh je. Ja, dann fahr einfach. Hast du nicht Eisen gebraucht? Ja? Da ist nämlich noch Eisen drin. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, gib. Achso, stimmt, du kannst ja nicht drauf zugreifen und ich warte die ganze Zeit, bis du dir das Eisen nimmst, gell? Ja, gib jetzt! Na! Nein, das liegt vor dem Moped! Ah! Jetzt liegt's neben dem Moped!
verdammte Scheiße! Ah, warte, das geht echt, warte. Ja! Ah, oh, ich hab wieder Moped! Ah, gleich nicht mehr, wenn ich so weiterfahre. Ja, passt, super. Ja, was machen wir jetzt? Ich brauch Stacheldrahtzaun. Und ich tu jetzt mal den Zaun richtig reparieren. Aber ich glaube, Holzzäune konnte ich nicht mit Beton übergießen, gell? Da war ja irgendwas. Heißt, ich brauchte Eisengitter. Hä? Habe ich alles verbraucht für so? Okay. Irgendwo habe ich auch noch Eisengitter. Eigentlich schon hier, Zocki und Betsys, ne? Was sind das da? Sind das die neuen, die ich pflanzt habe? Wachsen die gerade eben? Ja, geil, Alter! Die Bäume, die ich vorhin, also vorhin, vor ein paar Tagen gepflanzt habe, wachsen jetzt da. Ich höre übrigens irgendwo, glaube ich, Zombies. Das kann aber auch der Wind sein. Das ist jetzt echt schwer zu sagen. Was ist mit denen da hinten? Ja, das sind Zombies. Die sind schon wieder irgendwo hier in der Nähe. Oh fuck, ich hab doch keinen mitten auf dem Weg. Nein, eh nicht mitten auf dem Weg. Ah, da ist schon wieder ein Kriecher. Ich glaube, er ist tot. Ja. Ach Gott. Du, 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 du. Oh, unser kleiner Garten wächst auch schon, ne? So, wie lange dauert's noch? Ah, ich brauche noch 5 Minuten. Das gibt's ja nicht. Irgendwo 5 Minuten, bis das Eisen durch ist. Pack jetzt aber mal den Jeep weg. Ja, wir machen das anders. Moped wieder geht. Wir machen das so. Ich brauche unbedingt Zäune. Ich mache schnell die Zäune. Was ist denn los, Alter? Irgendwie kriege ich es nicht hin. Nach ein paar Tagen Pause ist vorbei. Ja, da geht's wieder los, gell? Dann ist die scheiß Hand eingeschlafen. Ja, geht schon wieder los. Oh, da fehlt der komplette Zahn. Oh Gott. Das ist auch ein Dreck. Irgendwo hatte ich doch noch. Passt. Oh, da haben die wirklich weggekloppt. Ah. Die Schwendeln. Na, platziere doch hier. Das gibt's ja nicht. Ja, vergiss es. Sie will nicht. Leck mich doch. Ich bin nicht auf dich angewiesen, Zaun. Ah. Ich habe auch überlegt, dass wir den Stacheldraht von der Mauer wegkloppen, deine Spikes auch weiter wegmachen. Damit ich ein paar Blade Traps dran klatschen kann, die jetzt am Boden sind. Ja, und vielleicht, dass wenn wir reparieren müssen, dass wir das gleich ein kleines Stück einplanen, wo wir uns frei bewegen können, ne? Ja, aber es ist echt lästig so. Ja, bin ich dafür sogar, ja. Oder nicht, die was am Boden liegen, wir können auch neue machen. Wir haben noch ja. Motoren. Kann ich mal unseren Lift probieren? Voll, mach mal neue. Ja, du musst die unterste Klappe aufmachen, reinsteigen und zumachen. Die unterste? Okay. Nein, nicht die ganz unterste am Boden, weil ich glaube, die war fehlplatziert. Die, was direkt vor dir ist. Ja? Okay. So auf Hüfthöhe. Alter, urschnell! Oh, cool. Alter! Oh, Stefan, du warst jetzt urschnell oben. Mit einer Rakete raufgeschossen. Das sieht voll gut aus. So, jetzt kann ich hier meinen Schrauber gleich wieder platzieren. Oh, hier oben ist es echt hell. Ja, gell, aber von der Ferne ist es einfach nix. Nee, irgendwie. Wo war unser... Wo war denn das Heu? Ja, nehmen wir einen Aufzug, die Säule. Falsche Richtung. Hier, hier. Ja, ich sehe es ungefähr, habe ich es gerade gesehen. Zu treffen. Ja, direkt zur Säule stelle ich und dann runter. Und... Ah, sehr schön. Das mit dem Wald ist aber cool, ehrlich gesagt. Ich mag das. Ja.
Sag ja, eigentlich nur noch einen künstlichen See anlegen, dann bräuchten wir keine Basis. Ja, keine hey, wir können das machen. Wir können das machen. Wir buddeln etwas und dann gibt es ja eh eigentlich. Es gibt ja Eimer, ne? Glaube ich, gibt es sogar noch. Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig, aber das können wir so lassen. So und dann einmal hier so. Au, scheiße. Das ist schon ein bisschen. Dass wir irgendwie hinter unserem Wald so eine Art Burggraben machen, nur ein bisschen größer. Also ein Seegraben sozusagen. Achso, ich habe gedacht, es geht hier nur darum, damit wir in Wasser kommen. Lass du mich da noch kurz rein, dann kann ich die Mauer nämlich. Okay. Oh, scheiße, ich habe falsch gedrückt, ich wollte es nur drehen. Ja, das war's, Betsy. Kannst es gerne versuchen, hier rein. Hier geht's noch rein. Aber dann war's das für dich. Gibt's keinen Ausweg mehr. Du bist jetzt eingesperrt, Bartwood. Ich hab dich eingesperrt. Aber dann bist du wenigstens sicher, brauchst keine Angst haben. Ja, das Gute ist, ich weiß ja, wie ich wieder wegkomme. Oh, ich hab keine mehr. Warte mal, ich muss noch wieder welche herstellen. Was mache ich denn? Oh, kostet echt zu viel. Was mache ich denn? Ah. Der Zaun ist gleich fertig. Noch irgendwo ein Loch in der Mauer? Ja, irgendwo war noch was, weil die schön durchkommen. Was ist hier? Machen wir hier so zu. Der Zaun muss sich ja nur ein bisschen beschäftigen, ha? Also ich meine. Damit die nicht direkt da durchkommen. Was hast du denn jetzt gemacht? Das klang so wie Stacheldraht. Ey, war kein Stacheldraht. Das war hier der Müll, der hier am Boden liegt. Dann kann ich mich besser bewegen. So. Ach, der liegt am Boden, der Stacheldraht. Das sehe ich das erste Mal jetzt. Ich wundere mich. Nein, immer, warum das war nicht das erste Mal. Ich weiß ganz genau. Weil du dich schon einmal drüber beschwert. Ja, dass ich da hängen bleibe, aber ich wusste nicht wieso. So, ich schau mal kurz, wie viele Motoren wir haben. Denn ich würde doch gern Playtrap-Dinger an die Wand klatschen. Und ich glaube, dann in der nächsten Hordennacht müssen wir nichts machen. Naja. Na, ich habe ein. Wie heißt es jetzt da? Warum hänge ich denn da oben fest? So ein der Scheiß. Einen elektrischen Zaun in der Base drin, rundherum. Dann außerhalb noch. Falsche Waffe, gerade rausgelegt. Er hat außen und innen elektrischen Zaun. Ah ne, okay, dann. Hopp. Wie viele Motoren haben wir denn? 3. Schlecht. Sehr schlecht. Ja, ich werde trotzdem welche mal herstellen. Wir brauchen Motoren unbedingt. Wir können die auch kaufen beim Händler. Da hat sicher fix welche. Nur keine Ahnung, halt, wie viel die kosten. Wie viel mache ich denn? War das so? Ah, warte, und ich brauche auch noch Dinger. Die brauchen wir auch noch. Mach mal. 1000 geht ja nicht, geil. Es geht ja 999. Oder? Hey, was ist denn? Da ist immer eine 1. Ich verarsche jetzt. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Okay, wenn hier keine Spike-Dinger sind, dann geht's noch, aber die muss ich jetzt echt neu machen. Oh, Mensch. Ich mache so einen Blödsinn gerade eben. So. So. Ja, und für die neue Base brauchen wir dann halt auch wieder Motoren. Was willst du machen? Ja, gut, es sind ja noch genug Autos in der Gegend. Ja, wir brauchen dann bevor ich die überhaupt platziere, mal braucht man schon Motoren. Weil die sollen ja dann gleich von Anfang an funktionieren. Dann haben wir wirklich keinen Stress mehr in der Hordennacht, denke ich. Dann können wir gechillt herumlaufen. Wenn ich die jetzt noch an die Wand platziere, wirklich nah aneinander. Aneinander, so. Aneinander. Amanda, lass mich ran da, den Civilian. So, was noch? Brudi, was noch? Mauer ist jetzt fertig, oder? Ja.
Hast du auch mit Betonmischung aufgewertet? Ja. Perfekt. Dann... Brulio. Brauchen wir... Habe ich auch noch ein Goldnugget? Was war denn das? Bäume könnte ich auch noch aufziehen. Ich glaube, das waren die. Ganz chillig heute, YouTube. Oh, fuck. Dafür gibt es demnächst wieder mehr Action. Vielleicht. Ich mag den Aufzug. Aber wir wollen halt die Basis erstmal machen, weil die uns so gut gefällt. Ja, sie gefällt mir immer mehr und mehr. Ist echt schlimm. Obwohl das irgendwie so zusammengehauen ausschaut, irgendwie so zusammengewürfelt. Aber sie erfüllt ihren Zweck mehr als positiv. So, warte, das mache ich weg. Ich hoffe 23 reichen, ich weiß nicht. Hey, ich komme nicht. Verdammte Scheiße, ich muss mich da kurz hochbauen. Wäre nicht in unserem Keller irgendwo eine Eisenader? Oh doch, ja. Bin ich gerade nicht mehr. Nein! Oh Gott, jetzt platziere ich wieder. Mache ich wieder den größten Dreck hier. So. Geht das so? Ja. Okay. Und jetzt von oben weitermachen. Das soll so ein kleiner Schutz sein, weil sie uns in der letzten Folge ja die Schalter weggerotzt haben. Werde ich da ein Gitter hinmachen. Ja. Damit die nicht gleich wieder die ganzen Schalter wegrotzen. Ja, aber ich glaube, es lag wirklich daran, dass ich nach oben stand. Es ist definitiv der Grund gewesen. Aber muss ja nicht unbedingt sein, dass sie das trotzdem schaffen, weißt du? Darum mache ich hier oben noch Gitter hin und fertig. Die muss ich halt aufwerten noch, weil die sind gerade aus Holz. Aber das weiß nämlich auch, warum ich vom Käfig gefallen bin, weil der hat genau das Ding mit die Schalter getroffen, wo ich drauf stand. Ja. Eisenmeer. Aber das macht nichts. Wenn wir hier noch so ein bisschen... Weißt du, geht das schon. Okay, hier unten geht's jetzt nicht. Dann hier noch einmal. Bruder, kriege ich das jetzt nicht dran? Muss ich das von unten machen? Ja, gut, das weiße Pulver schadet ja auch nicht. Nee, das ist auch ganz wichtig. Ah, ich glaube, die Alarmanlage ist im Arsch. Oder was ist war mit dem? Ich weiß gar nicht mehr. Oder hast du die nicht ausgeschaltet? Was? Du die nicht ausgemacht, die Alarmanlage? Ja, ja, ne, ich sehe nur gerade was irgendwie nicht verbunden ist und jetzt denke ich, dass die Alarmanlage im Arsch ist. So. Naja, eigentlich müsste ich dann direkt hier warten. Ne? Aber das wird nichts. Oh ja, so. Nein. Hehe, hast du geklappt? Ja, ich hab geklappt. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt, Bruder. Wurscht. Ja, leider Gottes, aber war, wird das nix. Egal, weil das passt schon. Passt schon. Hey, es ist schon 4 Uhr, geil, Alter. Ja. Hammer Time. Schon wieder eine ganze Nacht durchgearbeitet hier. Unglaublich, Alter. Wir sind voll. Naja, eigentlich haben wir nicht viel gemacht. So, ich nutze nochmal den Aufzug. Weil er geil ist. Jetzt muss ich hier wieder den Ausgang finden. Na, aber für Motoren holen, nämlich einen Jeep, oder? Brauche ich nicht einen Heli. Oder soll ich jetzt noch Motoren holen? Kann man ja dann auch in der nächsten Aufnahme zusammen machen. Könnte man eigentlich, ja.
Ganz chillig heute, YouTube, wie schon angekündigt. Was ist das jetzt? Ah, oh, nein, nein, nein. Der ganz unten. Schwer hier wieder hochzukommen. Okay. Damals so schwer. Das kostet. Mehr habe ich nicht. Fuck. Kabeln. Oh, nein. Ja, 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 das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, ja, das ist die Stelle. Ja, genau hier. Da. Ah. Ich glaube, dem zurück, was ich nicht gesucht habe. Aber okay. Haben wir wieder von dem weißen Pulver etwas. Ist auch okay. Gut, was braucht man noch? Nichts mehr, oder? Ich denke, das war's, oder? Reparieren und so sind wir durch. Ich muss nur noch ja, aufwerten, das Gitter, was ich gerade platziert habe. Ja gut, die Spikes halt müssen wir noch ein paar machen, ne? Ja, aber warte, bevor wir die machen, ist dass wir die mal wegmachen, irgendwie. Die anderen, meinst du, die alten? Ja, und dass ich dann noch diese, ich muss auch den Maschentrap-Zaun, also den Stacheldrahtzaun von der Wand muss ich wegkloppen, damit ich diese Blitrap-Dinger hier dran krieg. Weil sonst kann ich die nicht platzieren. Ich muss da noch ordentlich viele machen. Arschig ist nur, wenn die dann einmal eine Wand wegkloppen, ist so ein Blade Trap auch weg. Aber das kostet, so ein Blade Trap Ding kostet nicht viel. Das ist easy. Ach, du machst auch schon geschmiedetes Eisen? Ja, brauche ich für die Blade Trap Dinger. Ja, und ich brauche es nämlich dann für die, für die Wood, ich weiß schon, für die Wood Trap Dinger. Wood Spike Dinger hier, weißt schon. Aber das heißt, jetzt müssen wir eh noch ein bisschen warten, bis das Zeug fertig ist. Oh ja. Oh ja, habe ich jetzt nicht bedacht. Heißt, die Frage schaut man sich jetzt einfach. Also das Sinnvollste wäre, wir beenden jetzt hier die Aufnahme und in der nächsten Aufnahme gehen wir schon mal Richtung Motorensuche, oder? Ja. Damit das andere Zeug fertig gemacht wird. Ja, jetzt müssen wir jetzt können wir nichts großartig machen. Genau. Vor allem in der nächsten Folge Motorensuchen gehen und wenn wir zurück sind vom Motorensuchen, sollte auch unser Zeug eingeschmelzt sein oder fertig sein. Ja. Schau dir mal an, wie schnell man ist. Er ist unglaublich. Oh, warte, warte, ich baue eine schöne Sicht, wo ich das komplett sehe, wie du da hochschießt. Warte mal. Okay. Raketenstart! Wie geil! Warte, ich schau auch nochmal. Reinstellen. Dann zumachen. Hoppala. Urschnell oben. Ah, das ist echt geil, das Ding. Aber bei mir ruckelt es hier oben immer noch ganz schön. Echt? Also bei mir nicht. Alles cool. Ja, ich glaube, ich muss nochmal bei den Einstellungen dann schauen, dass es bei der nächsten Aufnahme ein bisschen flüssiger hier oben läuft. Ja gut, YouTube, dann wird es das gewesen sein. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl nicht wirklich viel passiert ist. Bisschen ja, blödes Herumgerede und reparieren muss aber sein, ne? Genau, dafür gibt es demnächst wieder mehr Action, hoffen wir. Ja, aber nicht so viel wie in dem großen Ding in der Wüste. Das will ich nicht mehr. Nee, das war zu viel Action. Dafür sind wir zu alt mittlerweile. Aber ein bisschen mehr Action darf schon wieder sein. Ja. Schau ich noch kurz. Geil, wie der Wind durch die Bäume pfeift. So. Ja. Aber das ist ein bisschen neu, oder? Mit dem Durchpfeifen. Nein, nicht. Das ist einfach, denke ich. Wir sind zu selten im schönen Gebiet oder wo viele Bäume sind. Kann sein, ja. Wir kennen das Geräusch einfach nicht. Aber ist schon cool, warum heißt. Ja. Okay, Leute, dann schönen Tag, haut's rein. Und immer brav sein. Genau, also, servus. Tschüss.